ganz herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Plenum TV in diesem Jahr hier bei München TV. Und wir berichten von den Haushaltsdebatten. Das Budget des Freistaates hat ja bekanntlich mit 51,5 Milliarden im Jahr einen neuen Rekord erreicht. 50% Zuwachs in den vergangenen 10 Jahren. Die Frage, können wir uns das leisten? Hier die Antworten aus dem Parlament. Man darf natürlich nicht vergessen, das ist Geld, das die Bürger erarbeitet haben, und das Geld soll auch wieder zurückfließen zum Bürger. Das heißt also, Ausgaben, die getätigt werden, sind natürlich absolut prioritätsmäßig so zu sehen. Es soll in Schule, in Bildung, in frühkindliche Bildung, in Sprachschulung rein, und dort ist das Geld hervorragend angelegt. Fakt ist doch, dass wir in den letzten 10 Jahren, und das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal des Freistaats Bayern, in den letzten 10 Jahren Schulden zurückzahlen, keine neuen Schulden machen, sogar Schulden zurückzahlen, eine gleichbleibend hohe Investitionsquote haben. Natürlich das Ganze finanziert durch Steuermehreinnahmen, wir aber einen Teil dieser Steuermehreinnahmen natürlich auch weitergeben, an die Kommunen zum Beispiel mit 8,3 Milliarden Euro. Edmund Stoiber wollte Bayern bis 2030 schuldenfrei machen. Der Rechnungshof empfahl eine Tilgung von 1 Milliarde jährlich, um dieses Ziel zu erreichen. Im letzten Jahr war es nur 1,5. Wie sieht es denn da im neuen Doppelhaushalt aus? Der Schuldenabbau bis 2030 wird sehr viel abhängen von der wirtschaftlichen Entwicklung, von der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung, nicht nur von Bayern, Deutschland, sondern überhaupt von ganz Europa und der Welt. Und ein Ziel sich zu setzen, ist natürlich wichtig. Und wenn alles im Positiven läuft bei der Wirtschaft, dann denke ich, wird dieser Schuldenabbau auch zu schaffen sein. Wenn man mal zurückblickt, wir sind jetzt im 5. Jahr, und wenn man die Jahre 15, 16 mit einrechnet, haben wir dann 3,6 Milliarden Euro zurückbezahlt. Also in den letzten Jahren 2,5 Milliarden, jetzt im Doppelhaushalt nochmal 1,05 Milliarden, die wir zurückzahlen. Das sind dann 16% der Gesamtverschuldung, die Bayern aktuell hat. Und in Zukunft natürlich hochgerechnet bis 2030 wollen wir vergleichbare Leistungen pro Jahr erbringen. Vorausgesetzt immer, wir haben auch die Steuereinnahmen, auf die wir heute zurückgreifen können, dank des Fleißes unserer bayerischen Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen, des Mittelstandes. Und natürlich hoffen wir auch auf Erleichterungen im Bereich Länderfinanzausgleich. Der neue Doppelhaushalt wurde am letzten Plenartag des Jahres verabschiedet. Apropos verabschieden, liebe Zuschauer, das war's von Plenum TV für dieses Jahr. Kommen Sie gut ins Neue, und dann sehen wir uns auch wieder hier bei München TV. Bis dahin, Servus.